So, Dirk. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fürnüsse. Wir haben gehört, was im Internet jetzt gerade so richtig gut funktioniert, sind so Unboxing-Videos. Willst du nicht irgendwie Hallo sagen? Hallo. Ja, auch von Klaus Seite, hallo. Wir müssen die Aussage von letzter Woche ein bisschen revidieren. Telegram ist zusammengebrochen. Threema ist wahrscheinlich doch der beste Messenger der Welt. Mal so ein kleines Serverproblem, weil der IS stärker überwacht wird. Schon. Den gibt's doch gar nicht mehr. Das ist doch Quatsch. Natürlich gibt's den noch. Quatsch. Willst du mir sagen, Taliban gibt's auch noch? Warum lese ich dann den ganzen Tag Fokus.de? Ja. Um hier dann. Und RAF gibt's wohl auch noch. Was? Niemals. Ja, also. Ich glaube, es gab vor ein paar Jahren oder sowas ging irgendwie so ein Bankraub auf irgendwelche Nachkommen der RAF. Echt? Ja. Lustig. Ja. Ist schon gut. Ja, ist voll gut. Also noch irgendwelche überzeugten Blablabla. Bla, bla. Und es gibt ja noch ein paar, die da wohl irgendwie noch inkognito rumpimmeln. Und das muss ja auch ein trauriges Leben sein. Die sind da wahrscheinlich so Selbstversorger irgendwo im Mecklenburger. Ja, vor allem du bist doch dann jetzt wahrscheinlich 60, 70? Aber mit Überzeugung! Ja, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich dann Anfang der 80er, so plus minus, wenn dann halt irgendwie da 20 warst. Ja. Bist du jetzt halt um die 60. Das war vor dem Gladbeck-Ding, ne? Also Gladbecker Geiselraum war ja 88. Ja. Das war ja vor kurzem erst. Aber die RAF geht, glaube ich, noch ein bisschen zurück, oder? Ich glaube, es geht das noch Ganze ein bisschen weiter zurück. Ja. Genau. Weil ich glaube, Mogadischu war 82 oder so. Hat der Tischweiler die Entführung der Landshut gedreht? Echt? Also da gibt es einen Film drüber, aber ich weiß nicht. Aber der ist mir als in Ordnung in Erinnerung, was gegen Til Schweiger spricht. Nee, dann kann das nicht sein. Hm. Willst du deinen Popschutz eigentlich mal ein bisschen näher? Noch näher? Naja, das ist halt noch näher, das ist schon. Genau, mit dem Mund bewegen. Das ich wollte es erst mit der Zunge machen. Ah. Ja, naja, pass auf, hier, so Unboxing, wir machen mal ein Unboxing-Audio. Dirk, was meinst du, was hier in diesem Paket drin ist? Deine Sammlung der Wochenendrevue von den 80ern bis 90ern. Ich bleib dabei. Ökologisch, eine einwandfreie Verpackung. Du musst schon beschreiben, was du da machst. Ich habe da gerade das erste, das äußere Paket entfernt. Jetzt mache ich das innere Paket. Ich habe ein gratis Kugelschreiber. Achso, ich dachte, das war's. Das wäre super gewesen. Nee, das war's. Das sind eine Tintenpatrone in einem Paket. Wo halt locker eine ganze, also wirklich Wochenrevue ist, hat so ein DIN A4 Format. Genau, und hatte so eine Dicke von, ich würde sagen, 5 cm. Ja. Ja, ja. Für so eine Druckerpatrone, und selbst die ist schon sehr luxuriös eingepackt, weil wenn das ein bisschen normaler gewesen wäre, die hätte man im Briefkasten stecken können. Das stimmt. Ja, Umweltschwein. Ja, aber spannender Anfang. Hast du ziemlich gut vorbereitet. Ne? Das ist spontan eingefallen. Also ich habe zwei Sachen, also zwei Fragen. Kannst du gerne aussuchen. Entweder wir nehmen die für uns ein bisschen tagesaktueller wird. Oder aber eine. Ich kann mir die aussuchen, dann ist es ja bei mir. Das geht auch nicht. Nein, du kannst sagen, so tagesaktuell oder aber die Frage, die uns in alle Ewigkeit beschäftigen könnte. In alle Ewigkeit wäre wahrscheinlich irgendwas, was wir hier nicht klären können, oder? Doch, oder vielleicht gibt es ja da. Vielleicht schon klären, aber die andere könnte bald aktuell werden für uns. Dann sag doch das, wo du es hindrehen möchtest, Dirk. Was sind unsere besten Katerkiller? Also Mittel gegen den ich allgemein verstehe schon, was Kater ist. Ich wollte es nochmal den Zuschauern erklären. Die besten Mittel gegen die männliche Katze. Richtig aggressive weibliche Katze. Oh. Ja. Möchtest du erstmal einen Schluck von deinem Ingwer-Räubusch? Nee, das ist Pfefferminztee, der Klassiker der Jugendherberge. Lässt du den Beutel drin beim Trinken? Ja, du nicht? Nein. Warum nicht? Deswegen steht ja drauf, dass man den 3 Minuten oder 5 Minuten ziehen lässt und dann soll er raus. Weil das dann will, irgendwann das will die Tee-Lobby dir weiß machen. Ich finde das optisch auch voll abtönend, wenn du den Beutel drin hängen hast. Echt? Ja. Ist das super? Bäh. Meine Güte. Nee. So, die Schnabeltaste ist angesetzt. Ach, war ein bisschen heiß. Ach so, ja, also. Die Klassiker damals war natürlich erstmal eine gute Grundlage schaffen. Mhm, also, das führt ja auch so, dass also der Kater. Also, du sagst schon Katerprävention. Genau. Vor der Katerrehabilitation. Ja, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Also, ich meine, ich habe schon so oft mit Kumpels gesoffen und die dann Hacke dann irgendwie erzählt, ich habe heute einen Apfel gegessen. Und ich denke, dann ist scheißegal, was du als Kateraktion dann später fährst. Wenn du vorher nichts im Magen hast. Das kommt davon, wenn du mit deinen Model-Kumpels was saufen gehst. Ja, genau.
Ja, ich würde sagen, echt so richtig klassisch die drei Grundnahrungsmittel. Das ist halt richtig, also die Kohlenhydrate ohne Ende und Fett ohne Ende und Proteine ohne Ende. Und dann überlebst du halt auch ein Scotch-Tasting oder sowas. Oder sowas, ja. Und ja, fang nicht an zu essen, wenn du anfängst zu trinken, nicht parallel. Das sehen wir auch immer oft, dass dann der eine oder andere von der Arbeit kommt und sagt, ich habe noch gar nichts und nimmt erstmal ein Bier und hat zwei Bier drin, bevor er den ersten Burger isst. Ich denke, ja, dann... Ja. Und dann ich sage, ich habe gekotzt, ich habe gezittert, ich will nie wieder trinken. Ja, du trinkst aber auch wie ein 14-Jähriger von der Vorbereitung her. Nee, wirklich, aber auch die Masse. Ich finde, das muss halt auch die Masse stimmen. Ja. Das ist wirklich, ja. Das ist der Alkohol, den du reingießt, der muss halt so langsam durchsickern in den Körper. Und was ja auch lustig ist, dass man ja nie so dieselbe Masse an Körpergewicht quasi mitbringt, was ja auch noch ein bisschen ausschlaggebend ist. Und man aber ja nicht darüber nachdenkt und meist halt immer so eine Fahrt aufnimmt. Also du trinkst mit jemandem, sagen wir, der ist halt die Hälfte deines Körpergewichts, aber es wird selten passieren, dass er halt dann auch die Hälfte dessen trinkt, was du trinkst. So, wenn man halt drin ist und in dieser Gemütlichkeit sowas, dann denkt man, boah, ich habe jetzt drei, du hast jetzt zweieinhalb Bier oder irgend so, keine Ahnung. Du plädierst also dafür, dass in Bars nicht mehr nach Litern gezapft wird, sondern in Relation zu deinem Körpergewicht. Genau. Wenn er sagt, ich hätte gern ein großes Bier, stellt sich erstmal auf die Waage, genau. Dann wird gemessen, was ein großes Bier für dich überhaupt ist. Oder verantwortungsvolles Saufen oder sowas, dass jemand dich wiegt und fragt, was du gegessen hast und was du möchtest. Beziehungsweise wird dann errechnet nach so einem Algorithmus, der sagt von wegen, und das kannst du heute trinken. Dann geht es ja auch noch darum, wie ist deine psychische Verfassung. Also wir kennen ja alle von wegen, dass wir mal gegen irgendeinen Trauer, Schmerz, Ablenkung was trinken und haben das Gefühl, boah, das wirkt ja gar nicht. Ich bin ja immer noch schlecht, das wirkt ja gar nicht. Und irgendwann macht's Pam und dann bist du komplett im Arsch. Dann bist du nicht nur schlecht drauf, sondern auch voll Hacke, Übelkeit, alles ist da. Ich habe den Klaus mal gesehen, wie er halt traurigerweise sich dann... Einen anderen Klaus. eine Flasche, was war das, Four Roses reingeschraubt hat und dann irgendwie wie so eine Garnele abgehauen ist. wie eine Garnele, ist gut. Aus dem Laden gefischt wurde ich. Der andere Klaus. Wir haben ihn eine Mayo-Straße nach Hause gelegt. Der ist drauf nach Hause. Da hätte ich aber mal Bock drauf. Halt so eine alte Rutsche mit Mayo angerieben. Was? Da hätte ich mal Bock drauf. Wo du so bäuchlings wie so über so eine Wasserrutsche gehst. Aber mit Mayo. Ich bin vorhin zum Kasten gegangen. Da war halt irgendwie so eine kleine Wiese oder sowas. Und da hat sich irgendwie so ein mobiler Kindergarten oder wie das heißt. Wenn die Kindergärten sagen, von wegen, wir gehen mal raus auf den Platz, weil wir selber keinen haben. Und da haben die krasse Sachen aufgebaut. Unter anderem so kleine Klimmzugstangen, wo die dann halt irgendwelche Aufzüge und Unterschwung und sowas gemacht haben. Und dann war original halt, die war vielleicht nicht höher als 1,50, aber eine Rutschbahn. So, und die hatten dann mit so kleinen Filzteppichstücken eine Rutschbahn da. Voll geil. Also, das war natürlich nicht schnell, aber die sind trotzdem so, dass sie vorne über dann und dann hingeknallt und irgendwie lustig. Dachte ich, also voll abenteuermäßig. Ist auch ein super Tipp für Kinderschänder, einfach so ein bisschen so ein Abenteuerspielplatz hinten im Van haben. Ein Kurzmobil aufbauen. Was? Da musst du dann aber irgendwie mit so einem 12-Tonner kommen, dass du so einen Ansatz Abenteuerspielplatz bei dir hinten drin hast. Mit Honig fängt man fliegen. Ja. Okay, wir haben dennoch nur nicht eine Art beschrieben, wie wir halt den Kater bekämpfen. Naja, viel Wasser trinken. Das ist ja schon mal was Wichtiges. Ja. Und alles, was du dir reinsteckst, erst nach Wasser. Also ich meine, ich habe das auch schon erlebt, von wegen Aufwachen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Tablette rein, Wasser trinken und dann kotzen. Weil, weiß ich nicht, die Tablette geht dann halt auf einen maximal nervösen Magen. Und wichtig ist halt auch alles, was passiert, langsam. Mhm. Also also bei mir ist es immer so, wenn der Kater reinschießt, dann ist es jetzt nicht Augen auf, ach du Scheiße, sondern ich stehe auf, ich putze Zähne, ich mache irgendwann dann plötzlich, oh Gott, ist mir schlecht. Also es braucht auch ein bisschen, um diesen Kater durchzudrücken. Und da ist die Gefahr, wenn ich mit einer normalen Geschwindigkeit loslege und dann halt auch anfange zu frühstücken, beim Frühstücken wird mir schlecht oder so und denke, ach du Scheiße. Und dann muss ich mich zwingen, obwohl vielleicht das Gefühl noch nicht da ist, trink mal einen Liter Wasser. Am besten noch abends vorher, das ist ja eh die Kunst, wenn du es noch schaffst. Schaff noch irgendwie im Suff dir einen Liter Wasser reinzuschrauben und dann halt einzuschlafen. Was ich ja ganz geil finde, ist halt die Fritz-Apfelsaftschorle. Die auch so richtig, richtig dickflüssig ist, so diese Naturtrübe. Die finde ich auch noch ein bisschen geiler als Zitrone, obwohl Zitrone auch gegen Kater gut hilft. Wenn man halt so dieses frische Gefühl noch hat von dieser chemischen Zitrone, die da drin ist. Aber Apfelsaftschorle, die ist eigentlich noch ein bisschen geiler. Okay. Und halt also richtig Substanz, hast du ein bisschen Zucker, ein bisschen Mineralien. Ja. Und dazu, wenn es richtig ekelhaft ist und ich das im nüchternen Zustand niemals essen würde, ein Karatzer. Wie, hast du auch schon x-mal... Achso, nee, was? Ja, ich meine, jetzt da. Ja.
Karazza oder Beefy Roll hat einfach so richtig so einen Klumpen Fett und Pressfleisch. Ja, ja, das meine ich halt. Du willst schnell halt irgendwie diese Fettreserven wieder auffüllen, beziehungsweise es irgendwie ein bisschen verdünnen. Das ist halt auch so, dass man in so einem krassen Katerzustand auch so ein bisschen schwanger ist. Also ich merke dann halt auch so, ja, also ich von den Heatbahn, die man dann so hat. Also ich brauche ich brauche dann am besten Original Spezi. Das ist dann halt so meins, weil sonst und dann halt eiskalt und dann so einen halben Liter Original Spezi sich reinpfeifen und dann ist halt so alles. Also ich merke dann, dass ich dann, ich könnte dann irgendwie Rühreier futtern, dann will ich aber auch am liebsten noch einen Kuchen essen und sowas. Also ich will dann halt ganz viel reindrücken und ich muss halt alles erledigen, während ich noch diesen Heap habe. Mhm. Weil was auf jeden Fall bei mir immer kommt, dann schlagartig kippt es und so, nicht bewegen, okay, mir schlecht, muss atmen. So, also, und wenn ich bis dahin geschafft habe, so viel wie möglich reinzudrücken, dann ist der andere Moment kürzer. Aber wenn ich dann sage, ja, ich mache mir vielleicht nachher noch ein paar Eier und das dann halt abwarte, dann ist Feierabend. Das habe ich eben, ne? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Und was auch ganz gerne gesoffen wird, halt irgendwie diese Mixturen. Hast du so Mineralstoff? Ich meine, früher diese Mythen. Also bei uns war es dann bei Hannover groß geworden, quasi ein bisschen ländlich, da gab es dann so, du musst auf jeden Fall zimmerwarme Cola, Kohlensäure ausschlagen, eine halbe Zitrone rein und ein bisschen Salz rein. Das ist Zauberei und sowas. Und dann hast du es halt reingewirkt und dann, wenn irgendwas davon nicht stimmt oder du halt irgendwie ein leicht... Also Cola ist schon mal ganz schlecht, das kann ich dir sagen, wegen des Koffeins. Wieso, was ist dann gegen Koffein? Weil Koffein ist giftiger als Alkohol im Vergleich zur Menge. Okay. Deswegen baut dein Körper zuerst das Koffein ab und dann den Alkohol. Du fühlst dich also wacher, weil das Koffein ja ein bisschen aufputscht. Ja. Aber der Körper baut dann erstmal das Koffein ab und du bist schön lange besoffen. Das ist auch der Grund, warum die Polizei Montagmorgen so viele Leute noch mit Restalkohol im Blut aus dem Verkehr ziehen kann. Weil die halt denken so, geil, ich trinke schön hier zwei schwarze Kaffee, bevor ich zur Arbeit fahre, aber damit den Alkoholabbau noch ein bisschen verlangsamen. Okay. Was auch immer gut ist, ja, das ist, glaube ich, auch so diese Mischung, was ich gerade beschrieben habe, ist auch so ein Kopfschmerzbekämpfer. So. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich in Verbindung mit Alkohol oder mit dieser Form dann ein bisschen blöde. Salzstangen wird auch immer gern reingepfiffen. So. Ja, halt so, das kann man halt immer gut wegsnacken, auch wenn man eigentlich nichts essen kann. Also wenn man halt, wenn einem wirklich so flau im Magen ist, dann ist man so ein bisschen wie so ein Hamster an der Salzstange. Zimmerwarmer Apfelmus finde ich super. Ja, weil Apfel ist ja halt auch was unheimlich Beruhigendes. Das ist halt so ein bisschen wie zimmerwarmer Pfefferminztee, aber dann hast du halt noch ein bisschen was drin. Grießbrei finde ich auch mal geil. Ja, Grießbrei. Aber das sind so Sachen, die muss man echt vorbereiten. Das muss man schon sagen, okay, heute wird es schwierig, dann für morgen was einkaufen und nicht dann irgendwie im Aufwachen. Und das Schlimmste ist, wenn du nichts hast. Das finde ich auch schlimm, wenn du aufwachst und sagst, da hast du halt schon deinen Liter Wasser irgendwie dir reingezwängt und dann sagst, oh nein, ich habe nichts. Oder man hat nur so gesunde Sachen. Irgendwie man denkt so, ja super, was kann ich jetzt mit einer Gemüsepfanne? Oh, scheiße. Das letzte Mal war bei mir, dass ich halt dachte, ich muss unbedingt schnell was essen und hatte keinen Bock, mir irgendwas zu toasten, belegen. Ich weiß ganz genau, dass ich das alles zelebrieren muss. Toasten ist aber auch ein Aufwand. Ne, ich meine, aber dann so warten, dann streichen, dann auflegen, dann hinsetzen. Und dann habe ich halt einfach eine Schüssel Cornflakes mit Milch und dachte, schnell was rein. Und das ist ja für den Körper, ist ja die Milch unheimlich schwierig zu verdauen. Ja. Und dann, das war mein Magen eh schon so scheiße angegriffen, habe ich drin gehabt, dachte, ach, eigentlich ganz, und dann ging das richtig durch. Das hat richtig nach hinten. Also nicht so durch, ich hatte jetzt keine Diarrhoe dann, aber es hat dann richtig das. Ah. Wobei das halt auch eigentlich immer richtig gut ist, wenn man das erste Mal richtig scheißen war am Tag nach dem Alkohol. Du meinst den klassischen Bierschiss, oder? Ja, aber ich meine, der Darm ist ja eine semipermeable Membran. Das heißt, solange man noch Alkohol im Nahrungsbrei hat, geht der ja auch noch in den Körper. Achso, du meinst vor und zurück? Ja. Genau. Und ich meine, deswegen ist das ein klassischer Russentrick irgendwie, dass du... Zäpfchen mit Wodka, ne? Genau, dass du nicht... Das geht schneller eigentlich, ne? Soll schneller gehen. Ja, ist auch viel besser, musst du den Scheiß nicht trinken, ne? Kannst du einfach alles rektal einführen. Kennst du jemanden, der irgendwelche freakigen Tricks mal ausprobiert hat? Weil das habe ich damals auch mal gedacht, wie das ist, aber ich hätte mich nie getraut, weil das fand ich ein bisschen zu... Aber generell habe ich gedacht, wäre schon faszinierend. Ja. Ist wahrscheinlich besser als Korn in der Socke. Schöne Grüße an Ecki. Ah. Ja, der war früher immer, wenn wir weggegangen sind, hatte der immer einen Korn oder Wodka in der Socke. Nee, das war ja der Gag. Ich da hatte die Assoziation gerade nicht mit der Flasche Korn in der Socke, sondern die Socke in Korn getränkt. Das ist so ein
was zum Ausbringen hast für also, den Tag. Und ich habe gedacht, jetzt du dachtest vielleicht Körner in die Socke legen, um gegen Reizübelkeit zu führen. Auf Senfkörnern gehen. Genau. Nee, Ecki hatte ja damals, als wir weg waren, immer so diese Flachmänner, diese die der irgendwie an der Kasse kriegst, ja. Korn hatte der halt, also in Hannover wurde halt dann auch viel Korn gern getrunken oder bei Hannover, in der Sock, und wenn wir irgendwie weg waren und dann auf dem Klo mal, ja, ich hab Korn, und das ging übelst lange und da haben wir uns schon Sorgen gemacht, ihn darauf angesprochen, und irgendwann waren wir weg und auch besoffen waren auf dem Klo, meinte, Freunde, ich hab das mit dem Korn jetzt hingekriegt, ist jetzt weg, und dann holt er aus der Sock raus, ich hab jetzt Wodka dabei. Nice. Es ging nicht ums Getränk, es ging um die Tatsache, dass du in der Socke was hast. Naja, aber so ein bisschen wie in so klassischen amerikanischen Polizeifilmen, wenn sie dann die Dienstwaffe abgeben müssen, die andere auch. Ja, dann holt dann schön die Kornflasche aus der Socke und ja. Ja, ich habe auch gehört, dass er auf seiner neuen oder einer neuen Firma, aber mittlerweile ja schon anderthalb Jahre oder sowas, wird der Klimper-Ecki genannt, weil er in jeder Tasche immer irgendwelche Kurzen hat, die dann rumklimpern, wenn er sich bewegt. Weiß nicht, ob man dann irgendwann noch so stolz ist, dass man überall immer was, naja. Aber ich seit einem Jahr, glaube ich, öfter schon genutzt habe, sind diese Hangover-Produkte, die ja also rein pflanzlich 1000 mögliche Sachen da zusammengemixt. Dann gibt es verschiedene Sachen, wie du die nehmen sollst. Die beste Sache, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, deswegen kann ich keine Werbung machen, weil die ja irgendwie Super Hangover, Ultimate Hangover, Anti-Bla. Und das war halt so ein Zeug, also auch alles pflanzlich, schmeckt halt so ein bisschen echt nach frisch gemähten Rasen, also schmeckt nicht so geil, ja. Und ein bisschen scharf. Und zwar, da musstest du 2 Päckchen nehmen und eins musstest du halt direkt vorm Trinken nehmen. Das war quasi wie, als wenn deine ganzen Mineralien, der ganze Haushalt so über angereichert wird, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, also dass zu viel drin ist, als du eigentlich nutzt, aber das halt in kürzester Zeit durch den Alkoholkonsum immer mehr und mehr abgebaut wird. Und den anderen, das war immer das Schwierige, musstest du kurz vorm Schlafen gehen nehmen. Also das heißt nicht nächsten Tag, wenn da schon alles im Blut und das, ich habe jetzt 2 Sachen probiert und das war ekliger und schwieriger, aber es war immer besser. Es war echt faszinierend. Okay. Also es hilft nicht bei richtig krassen Dingern natürlich. Also es ist immer weniger gewesen. Aber ich habe halt auch schon so Sachen, wo ich wusste, mittlerweile trinken wir jetzt nicht mehr so viel wie früher zum Glück. Und da war es dann halt so. Ich glaube, das würden wir nicht überleben. Ja, das machen wir vielleicht 2 Wochen mit und dann. Nee, ich meine, wir haben es ja letztens probiert, als der Doktor war. Also der dritte Tag, da habe ich gezittert. Waren 3 Tage schon. Ja. Das war nicht gut. Oder die zweite Nacht, wo ihr dann weggegangen seid und ich im Suff eure Getränke noch getrunken habe. Das war eine coole Idee, glaube ich. Voll. Das hat mich so zerstört. Ja, vor allem der Doc hat ja dann irgendwie noch das Bier bestellt und nochmal kurz dran gerochen und den Schaum abgeleckt. Genau. Ja. Und dann war Schluss. Ja, und dann seid ihr gegangen und ich dachte, ich will das austrinken. Und dann, scheiße, ey. Nee, aber das ist definitiv was halt reduziert. Und dann gibt es halt eins, was, das ist so eine Pulverform und da ist dann halt so ein bisschen nicht nur Biochemie drin, sondern halt auch gewöhnliche, wurde halt dann irgendwie so, das ist halt so eine Cola-Basis, du hast das Gefühl, du kippst dir diese Brausepulver-Dinger von früher in den Mund und die haben so einen leichten Cola-Geschmack. Ahoi-Brause. So. Genau, so Ahoi-Brause und das Komische ist, du sollst dir dieses Pulver komplett in den Mund schütten, nicht nachspülen, sondern du sollst es halt so lange wie es geht im Mund behalten, dass es halt sich langsam halt auflöst und die ganze Zeit kribbelt das so ein bisschen und schmeckt und du darfst halt das nicht runterschlucken. Das ist halt super intensiv, weil ja, es schmeckt so, als ob du da halt einen halben Liter draus machen könntest als Getränk. Das habe ich halt auch testweise, da habe ich noch ein paar Sachen von, aber das finde ich jetzt nicht so geil. Also wenn, dann würde ich mir das erste nochmal holen. Da, wie gesagt, dass es schwierig ist, wenn du die zweite Packung dann nimmst, da habe ich dann immer einen Trick gemacht, dass ich mir dann halt, weil du solltest mit viel Wasser jedes Mal trinken, da habe ich dann vorm Schlafen gehen dann mir so ein Liter Wasser ans Bett und habe mir immer dieses Päckchen direkt aufs Kopfkissen gelegt. Also es waren schon ein paar Momente, dass ich dann so beim Reinlegen da knack, was ist denn, und dann habe ich es, weil ich gedacht, ich würde es vergessen, ich würde es definitiv vergessen, wenn du dir einen Zettel hinlegst oder irgend sowas. Ja, aber ich kenne viele, was ich vorhin halt meinte, die schwören halt einfach Klassiker auf den Liter Wasser und sagen, ich zwinge mich, bevor ich einschlafe. Ja, gut, wenn man das kann. Also das ist ja auch, die Kopfschmerzen kommen oft einfach daher, dass das Blut nicht mehr richtig durchs Gehirn fließen kann. Ja. Wo halt auch tatsächlich Aspirin plus C ganz gut hilft. Weil Aspirin ja eine blutverdünnende Wirkung hat. Ja. Deswegen dürfen wir halt mit Bluthochdruck oder Blut oder zu niedrigen Blutdruck. Ja, also mit Hochdruck dürfen wir das nicht nehmen. Ja. Das hilft aber tatsächlich zuverlässig.
Ja. Also ich meine, sollte man nicht übertreiben, weil es auch ein Schmerzmittel ist, aber eigentlich ist es halt die blutverdünnende Wirkung, die dann dafür sorgt, dass man wieder ein bisschen klar denkt. Wahrscheinlich halt auch nicht nüchtern nehmen, ne? Richtig, ja. Also auf nüchtern Magen, meine ich. Ja. Also, ne, ich meine, am besten ist natürlich, wenn man erst gar nicht viel säuft, beziehungsweise wenn man trinkt, das habe ich auch mal probiert. Dass nebenbei das Glas Wasser? Genau. Ja. Aber das ist halt echt schwierig, weil dann merkst du, wie viel du überhaupt erst an Alkohol trinkst. Also, weil es ist ja bei uns eigentlich schon reduziert irgendwie auf Bier und dann halt Scotch oder sowas. Ja, mit Whisky geht es ja noch, wenn du halt wirklich nur sagst, okay, ich trinke nur Whisky, dann mal zwischendrin mal ein bisschen Wasser zum Ausspülen, ist ja auch tatsächlich ganz gut. Ganz gut. Aber mit Bier ist halt auch schon die Menge schwierig, wenn du halt irgendwie einen halben Liter Bier trinkst und daneben noch ein Glas Wasser. Ja, nee, also du trinkst ja dann auch nicht die Menge, aber wenn du halt immer so ein 0,3 Glas daneben stellst und dann echt sagst, okay, wenn ich jetzt einen halben Liter Bier trinke, dann trinke ich das 0,3 Glas Wasser. Das ist beim ersten Mal nicht schlimm, aber wenn du das vierte Bier bestellst, dann denkst du, oh Gott, wie viel Bier trinke ich denn? Oder das ist so, wie wenn ich immer so an die Zeiten zurückdenke, wo man halt noch so diese Saftcocktails getrunken hat. Bah, ja, heute würde mir schon von der Menge Saft schlecht werden. Oh. Wenn ich überlege, am Abend so dreimal 0,3 Tumbler mit Orangensaft oder so. Ja. Also allein so ein Liter Orangensaft, da würde ich kotzen am Abend. Wir sind jeden Freitag in Sausalitos in Hannover so eine Cocktailbar, beziehungsweise in Norddeutschland so eine Cocktailkette. Und da haben wir immer in der Happy Hour 3 große Tumbler und das war über 0,5. Mhm. Und dann halt immer... nicht Zombie, sondern Hurricane. Hurricane, ja. Hurricane, aber nach so einem, weiß ich, Bob O'Brien Secret Recept. Und das waren halt so drei verschiedene Sorten rum. Und die dritte Sorte war auf jeden Fall über 70%. Und der stank halt auch. Also die Bedienung hat auch gesagt, ey, das ist immer das Ekligste, weil der kommt oben drauf und der stinkt halt. Und das ist halt O-Saft, Grenadine und so ein Scheiß. Und dann hast du halt einen halben Liter von der Saftscheiße mit diesem giftigen, richtig hochprozentigen rum. Ja. Und das hast du ja nur bestellt zu der Zeit, weil du wusstest von wegen, das ist preis-leistungsmäßig, ballert das voll rein, schmeckt aber scheiße. So. Ja. Der Cocktail bei meiner Jugend gab es was, das hieß Horror-Container, aber das war ähnlich von den Zutaten her. Und das ist halt, ja, ich meine, bei mir war das gar nicht mehr Jugend. Das war dann schon über 20. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange, ich meine, heutzutage ist wahrscheinlich mit der Hipster-Generation Jugend bis 57 oder sowas. Nee, bei mir war es tatsächlich so die Bar in der Schulzeit. Okay, in der Schule? Nee. Die hatten vor allem war ich ja dann parallel wahrscheinlich in der Ausbildung. Du warst wahrscheinlich in der Oberstufe? Ja, genau. Also ja, dann war ich in der Ausbildung, ja, da habe ich dann 17, auch. 18. Ja. Und dann, was hat die hatten Mittwoch immer Happy Hour, irgendwie jeder Cocktail 3 Euro. Und ich musste Donnerstag erst zur fünften Stunde. Okay, ach so, okay. Das ging sich gut aus. Das ging sich gut aus. Und das Schlimme ist, da war es dann halt auch damals, dass sie gesagt haben, von wegen, ey, ihr könnt ja auch den letzten immer to go nehmen. Also to go, dass wir dann halt immer irgendwie so großen... Ich hoffe, in so einem Pappbecher mit so einem Kaffeedeckel, dass ihr immer so ein bisschen bekommt. Nee, das war dann wirklich so eine halben Liter durchsichtigen Plastikbecher mit so einer Plastikbeule oben drauf. Mhm. Dieser, keine Ahnung, wie es heißt. Ja, so. wie der Frappuccino bei Starbucks. Kann sein. Und dann in der Mitte ein kleines Loch, wo dann noch ein Strohhalm reinpasst. So. Und dann rennst du draußen rum, als wenn du dir gerade einen Saft bei Karstadt in der Frischeabteilung geholt hast und bist voll dicht. Das war ja meist, die Happy Hour ging ja bis 17 Uhr. Und das heißt, wir sind dann rausgegangen, haben dann irgendwie versucht, Zeit zu überbrücken, dass wir dann halt um 10 oder sowas dann noch weggingen. Und meist war das, dass der Alkohol dann so ausgehalten hat, dass du dann um 10 nur noch ein Bier brauchtest. So. Und wir waren, also es ging echt, und dann gehst du halt echt am Tag. Das Schlimme ist ja auch mal, wenn du in irgendwelchen Lokalitäten bist, wo es halt stockdunkel, nein, nicht stockdunkel, aber wo es halt einfach duster ist. Und du krabbelst halt raus und merkst draußen, fuck, ist es noch Tag? Und Leute gehen um dich herum, einkaufen, arbeiten, keine Ahnung, du bist und stinkst. Du stinkst ja dann auch richtig schon. Ist ja nicht von wegen, dass man erst den nächsten Tag die Fahne hat, sondern mit diesen Rumsorten, geht das wieder los? Hast du halt irgendwie draußen schon gestunken. Und das war echt... Es gab im Sony Center, gab es früher mal einen Laden, der hatte genau dieses gleiche Prinzip. Der hat so Saft verkauft in diesen Plastikdingern, aber auch Cocktails gemacht. Mm. Du konntest so schön so Sonntagnachmittag ins Kino erstmal so ein Mojito mitnehmen. Das war ein kurzes Vergnügen. So richtig haben die sich nicht etabliert. Sehr ärgerlich. Im Kino, das habe ich auch nur einmal erlebt. aber es bringt uns alles nicht weiter bei unserem Kater. Ja, sehr gut war natürlich damals noch, als ich noch zu Hause gewohnt habe, wenn man dann betrunken nach Hause kam und dann versuchte, leise halt noch irgendwie zu futtern und den Kühlschrank auf und sich irgendwelche Sachen machen
Und da habe ich dann auch alles reingeschmissen, was ging. Also da war es dann halt auch irgendwie noch nachts irgendwie Frikadellen reinpfeifen und dann zwei Stück Kuchen versuchen und sowas. Und das Beste war, irgendwann da hat meine Mutter irgendwie einen frischen Käsekuchen gemacht und dann meint sie nächsten Tag, na, gestern ein bisschen länger gewesen? Boah, vielleicht. Wolltest du gestern noch einen Kuchen dir holen? Nee, weiß nicht, wieso? Du hast gestern einen Kuchen angeschnitten, oder? Oder hast du jedenfalls probiert? Ich weiß, wieso? Ich komme heute Morgen in die Küche, der Kuchen ist da, wie ich ihn gestern hingestellt habe. Und dann habe ich ihn natürlich abgedeckt mit der Plastik-Käsehaube. Und in der Käsehaube steckt ein Messer. Und ich habe irgendwie versucht, den Kuchen anzuschneiden und habe halt irgendwie es geschafft, das Messer durch die Plastikdings zu schieben. Und dann habe ich es aufgegeben, weil es war mir irgendwie zu schwierig. Und dann habe ich es tatsächlich drin stecken lassen. Da dachte ich, oh, wie peinlich. Ja, aber so Geschichten. Wir haben uns doch damals von Tillmanns Toastscheiben ernährt. Call it Schnitzel. Das haben wir damals, also das war immer nach Hause kommen, zwei Toast rein, zwei Tillmanns rein, ohne Ende diese komische Mayo-Remoulade, wo dann gleichzeitig Ketchup drin ist, diese komische Twisted Rot-Weiß-Zeugs da, Soße, da dann halt so eine halbe Tube drauf auf dem Toast, dann zwei Tillmanns drauf, wieder Toast. Das ist generell auch so Riesenschnitzel. So diese wirklich, die halt so Lungenflügel groß sind. Ja, die haben wir uns echt oft geholt. Einmal hatte ich eine, da gab ich ja irgendwie ein Foto von so einem ganz alten Handy, so eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Nein, du hast es draufgelegt. Da das Riesenschnitzel drauf und dann noch so ein paar Feta-Blöcke, die halt noch so anschmelzen. Das bringt mich ja zu meiner Kater-Pizza, die ich damals erfunden habe, die Fischstäbchen-Pizza. Die habe ich ja dummerweise auch vergessen. Einfach mal verbrannt genießen. Genau. Da habe ich eine Pizza Margherita, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Ich hatte nichts anderes und war halt so hungrig und habe halt irgendwie so acht Fischstäbchen auf die Pizza gelegt und bin eingepennt. Und ich bin echt froh, bis heute, es ist nichts passiert. Ich wache halt morgens auf, ich schlafe immer mit offenem Fenster. Mhm. Es war total qualm in der Wohnung. Ich hatte damals ja halt noch diese geile Wohnung, wo halt irgendwie der Ofen quasi zu meinem Bett hin zeigte, im selben Zimmer. Und du mir damals Was für ein Genuss. Du hast mir damals zu dieser Wohnung geraten. Du hast 10 Jahre da gewohnt. Also ja, das stimmt. Ganz falsch lag ich offensichtlich nicht. Ja, du hast mir auch gesagt, als ich betrunken war, die Wohnung ist ganz gut, aber die Küche ist im Zimmer drinne. Und was hast du gesagt? Uff, das war super. Kannst du direkt vom Bett aus kochen oder sowas? Ja, du hast gesagt, ich soll das Bett direkt an den Kühlschrank schieben. Auch da hatte ich nicht ganz unrecht. Und dann, das war das Argument, damit habe ich es dann gekauft. Ja, jedenfalls bin ich dann morgens wach geworden und im Ofen war dann eine handtellergroße Pizza. Also echt geschrumpft, schwarz, komplett schwarz. Vollkommen ausgetrocknet und sah halt aus, als ob da halt Streichhölzer drauf liegen würden. Es war dann halt irgendwie komplett geschrumpft. Also eigentlich total faszinierendes Bild. Und ich habe das, glaube ich, irgendwie Sitzpeter mal erzählt. Mhm. Und der hat sich die tatsächlich gemacht und aber dann auch gegessen und nicht weggeschlafen. Und er meinte, die war wohl gut. Und man muss die wohl mit viel Ketchup essen. Ich hätte ja gesagt, wenn, dann eher so Pizza Spinat mit Fischstäbchen. Spinat. Ist selbst im Suff nicht zu ertragen. Dieses welke, grüne, matschige Etwas, was noch nicht besser als viel Kalkofer Eisen hat. Grüne, matschige Etwas. Hä? Welke, grüne. Oh. Ah! Oh, lustig. Oh, welke sieht so lustig aus, wenn er joggt. Das ist echt das Gefühl, als ob er joggen will, aber sein Körper nicht. Und denkt, nee. Ja, nicht ganz falsch, glaube ich. Wenn die Arme hochreißen und sonst was, wenn diese schnelle Atmung macht und dann die Beine einfach spazieren gehen. Vielleicht sollte man bei Thomas Schaaf in die Schule gehen, so wie, wie heißt er? Zeigler. Ach, das war geil. Das war gut. Ja. Arndt Zeigler bei Thomas Schaaf, einfach mal bei YouTube suchen. Wie trocken Thomas den immer antreibt. Komm, weiter. Ich habe nicht gesagt, dass du reden sollst. Weiter. Komm, du bist hier. Genau, stimmt. Stimmt. Hat er immer auf seine linke oder rechte Schulter geklopft. Mhm. Hier will ich sehen. Hier. Und er ist nämlich mitgejoggt. Ja. Mitgejoggt meinte, du gehst runter, hoch, hier und hier, hier. Und hat immer die Schulter geklopft, auf welcher Höhe er sein sollte. Ja, voll gut. Schon gut. Ja, aber halt auch, ich glaube gut, weil es halt einerseits so ein leichter Drill ist, andererseits aber halt auch so eine sympathischer Typ. So. Also man hat das Gefühl, unter dieser Strenge und dieser nordischen Ruhe, obwohl er gar nicht da groß geworden ist oder herkommt,
ist halt ein ganz weicher Kern, also ganz lieber Typ. Wo man, da sieht man auch immer so, wie er sich dann immer mehr das Lächeln verkneifen muss. Ja, ich meine, das war ja auch lustig. Ja. Aber ich habe noch so ein Kater-Ding. Ja. Wenn man im Bett liegt, dann einfach immer so auf der kalten Seite des Kissens schlafen. Kennst du das auch? Wenn man halt das Kissen immer wieder umdreht, um so ein bisschen Kühle am Gesicht zu haben. Das klingt so ein bisschen nach einem Tipp, wie mein Nachbar damals erzählt hat. Das ist ja, weiß nicht, ein Kater. Das ist halt, wenn du richtig so viel gesoffen hast, dass du ins Bett legst und alles dreht sich. Mhm. Und der meinte so, Nachbar hat immer gesagt, aber wenn es halt zu viel ist, dann auf jeden Fall immer eine Zeitung parat haben. Weil er meinte, wenn du dann ins Bett gehst, merkst du, du hast zu viel getrunken, dann legst du die Zeitung schön auf dein Kopfkissen und einen Fuß hängst du raus auf den Boden. Ah, der Ankerfuß. Genau. Ja. Und da meinte das Kopfkissen, also die Zeitung kühlt halt schneller ab als das Kissen. Und wenn du dann halt immer auf die eine Seite dich legst und dann halt dieses Kühle von der Zeitung kriegst und dann kannst du dich auf die andere Seite drehen. Ich habe es mal probiert, das ist maximal nervig. Also ich schlafe ja gerne auf dem Dinkelkissen, aber auf einer Zeitung, vielleicht war es auch die falsche Zeitung. Nein, natürlich, ja. Nee, aber ich meine, hat das schon mit, das hat nichts mehr mit Katerbekämpfen zu tun, oder? Was machst du, wenn du halt nach Hause kommst und es dreht sich alles? Finde ich am schlimmsten. Ja. Das ist so diese Ohnmacht, wenn du sagst, ich bin total erschöpft, ich muss jetzt nur schlafen und dann dreht sich so. Und faszinierend ist ja, wenn du es mit zu und Augen dennoch hinkriegst, dass du irgendwie sagst, ich konzentriere mich irgendwie auf den Schlaf oder ich lass los. Und das, was ich dann am schlimmsten finde, wenn man halt aus so einer verrauchten Kneipe kommt, und es nicht mehr, weil man schon so schlecht ist, man schon so fertig ist, es nicht mehr schafft, sich richtig auszuziehen oder die Klamotten in einem anderen Zimmer auszuziehen, sondern einfach stinkend wie so ein Rauchlurch sich ins Bett legt und alles stinkt. Rauchduft im ganzen Raum hat. Nee, das habe ich nie gemacht irgendwie. Also ich finde es ja schon eklig, wenn allein nur die Haare riechen, aber ich habe damals schon, wenn ich besoffen nach Hause gekommen bin, da bin ich damals, auch im Winter, bin ich besoffen auf die Terrasse gegangen und habe mich da bis auf den Schlüpper ausgezogen, habe die ganzen Sachen auf der Terrasse irgendwie gelegt zum Auslüften und bin dann halt, was ich halt immer nur eklig fand, wenn der Bart und die Haare riechen. Mhm. Und mittlerweile ist es halt echt so, bin ich so penibel geworden, also ich muss richtig Hacke sein, aber es ist echt schon fast normal, dass ich, wenn ich aus einer Kneipe komme, besoffen bin und verraucht, dass ich dusche. So, weil ich finde das so. Also vor allen Dingen morgens. Also abends kriegst du ja nicht mehr so mit, aber wenn du morgens dann nicht irgendwie drehst und das Kissen dann kurz in so einen Rauchmatsch drückst. Und denkst, generell auch, ich finde immer hoch Respekt an alle Raucher, das überhaupt rauchen zu können, diesen ekelhaften Gestank. Respekt. Ja, wirklich. Also ich meine, schon wenn ich halt meine Kleidung danach riecht, wäre mein erster Gedanke nicht, oh geil, das ziehe ich mir jetzt in die Lunge 20 Mal am Tag. Mhm. Geil finde ich ja auch immer die Raucher, die dann sagen, nee, ich bin ja ganz penibel, ich bin ja so ganz sauberer, bei mir wird nur in der Küche geraucht. Schön da, wo die Speisen zubereitet werden und manchmal sogar auch dann gegessen. Ja, das ist doch super. Lieber halt im Bad, klassisches Raucherzimmer. Ich finde halt auch Lüftung einfach... direkt an der Lüftung rauchen. Ja, das macht eine Nachbarin von mir. Und da die Lüftung halt mit dem ganzen Haus, also mit den ganzen Etagen verbunden ist, ist immer ganz geil, im Winter, wenn die dann halt an der Lüftung steht, entweder in der Küche oder im Bad und dann halt raucht. Also in der Küche geht's, da zieht es irgendwie besser ab. Aber ich hatte es jetzt ein paar Mal diesmal im Winter, ich habe halt kein Fenster im Badezimmer, dass ich dann halt abends ins Bad gegangen bin und dachte, uff, was ist denn hier los? Und dann merkst du halt von wegen oben aus der Lüftung, drückt sich dann schön der Rauch aus der ersten rein. Denkst du, ach, das ist ja geil. Ja, aber generell halt auch Raucher, die dann halt auch schön mit Raumspray unterwegs sind und sowas. Und du hast halt, weiß nicht, diese Mischung aus, keine Ahnung, irgendwie so ein Vanilleduft und kalten Rauch. Und das geht ja nie weg. Das ist immer so eine Mischung. Also ich finde dann, man riecht... Ich rauche auch nur, wenn ich trinke. Also, ansonsten rauche ich auch eigentlich gar nicht mehr. So vielleicht so 5-mal am Tag. Aber so, wenn ich Pause habe oder wenn ich trinke, dann rauche ich schon ein. Ist ja gesellig. Ja, das stimmt, ja. Aber das ist es ja wirklich. Also es ist ja wirklich, wenn du... beziehungsweise wenn du halt irgendwo bist... fremd oder sowas, du kannst ja an irgendwas festhalten. Mhm. Also wie, bei mir ist es halt immer so, wenn ich, was ich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr mache, halt irgendwo Empfang, Premiere-Scheiß oder sowas und du bist halt ein, kennst keinen, halt hab mich immer am Bier festgehalten. Ja. So, und dann ist es halt bei mir aber auch, dass ich dann nicht das einfach nur so warm halte, sondern trinke ich es halt auch.
Und dann trinke ich halt aber dummerweise schnell, weil wenn du merkst... Ja, wenn man es nicht mal abstellt, genau. Das ist ja auch so der... Und dann gehst halt rum und da hast du halt auch was zu tun. So, und dann hast du auch ein Gespräch. Dann gehst du halt dann wieder zum Barkeeper oder irgendwas und sagst, ja, ich nehme nur eins. So, und dann vielleicht kommt jemand an, ach, bist du nicht? Ja, genau, da bin ich. Super Film. So, und dann denkst du, ach, jetzt ist er eh zu spät. Das kann ich auch gehen. Es gab mal im Magnet, als das Magnet noch cool war und im Prenzlauer Berg. Parallel zur Lampezeit, als die noch cool war? Nee, davor. Ach so. Gab es im Magnet immer so eine Chupa Chups Party. Wo du halt okay. auch als Nichtraucher hattest du halt immer irgendwas zum Gestikulieren. Ja. Okay. Und halt immer irgendwas, um dich festzuhalten. Was halt super, um ins Gespräch zu kommen. Ja. Und halt diese klassische Gestenunterstützung, die Klaus ja auch gerne mal macht mit seinem Kugelschreiber hier. Ja. Sein gratis Ding. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele fremde Chupa Chups man dann im Suff in den Mund gekriegt hat. Hey, willst du mal meinen, das ist Banane. Sagen wir in den Mund. Genau wie Alkohol, es wirkt einfach schneller, der Zucker. Mm. Hast du mal irgendwelche Hangover-Produkte da genutzt? Also diese... Nee, auch das, was du mir mitgebracht hast, das klebt immer noch irgendwo bei mir am Schrank. Ja, das ist halt okay, aber das haut halt nicht um. Aber wie gesagt, halt irgendwie dieses Brausezeug, was im Mund halt... Ja, also so tatsächlich schmeckt. So Brausetabletten, so Mineraltabletten oder so, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Also die klassischen, so aus dem Supermarkt oder aus der Apotheke. Ja, dieses das hier Magnesium, Kalzium oder was auch immer das ist. Ja. Ja, einfach nur, weil man das ganz gut wegtrinken kann und man das Gefühl hat, so okay, wieder die Mineralstoffe, die man jetzt verloren hat, über die letzten 10 Stunden kommen jetzt mal langsam wieder in den Körper. Ja, aber eigentlich ist es, weil es auch am meisten Spaß macht, das ist ja halt auch noch, wenn du im Suff merkst, du kriegst jetzt diesen Fressflash. So. Mhm. Also auch verzerrst, was herzhaft ist, wenn man dann halt irgendwie nachts dann noch irgendwie sagt, jetzt pfeife ich mir einen Döner rein. Ja, oder sowas. Ja, der klassische Rettungsdöner. Ja, und das ist halt aber... Oh, den Fehler habe ich irgendwie neulich mal gemacht, wo ich dann noch an einem Dönerladen am U-Bahnhof Warschauer was gegessen habe. Ah, der ist halt nicht also schlimm. Also waren wir da nicht mit dem Dog? Ja, genau. Der ist halt nicht schlimm, aber der ist halt einfach so, einfach nur so lieblos zusammengefegtes Zeug. Ich meine, das ist ja halt auch nur irgendwie eine... Ja, aber jetzt mal im Vergleich zum Dachdöner zum Beispiel, der wirklich auch schmeckt. Ich meine, die haben ja halt auch irgendwie klein geröstelte Kartoffeln, Gemüsestückchen. Ein bisschen Zitronensaft. Genau. So, und dann halt ist er... Was ist da drauf? Ein bisschen, ich glaube, Minzblätter dran oder sowas. Ja, ein bisschen Schafskäse und sowas. Aber den kann ich auch, den kannst du ja immer essen. Ja, ja genau. Aber das hat so ein guter ewig mehr gegessen, oder? Und dann halt, wenn du halt sonst zu so einem anderen Billo-Dönerladen gehst und einfach irgendwas. Aber immer noch besser als das alte Octagon. Ach, der Octagon-Grill, ey. Ja. Wie heißt der mittlerweile, oder heißt der noch Octagon? Aber nee, der heißt inzwischen anders, glaube ich. Ja, aber der war auch krass. Ich weiß, als Ecki damals, glaube ich, das erste Mal nach Berlin kam und hier gesoffen hat und dann war er halt irgendwie abends bei so einem oder nachts dann noch bei so einem komischen Dönerladen, da haben sie halt voll abgezogen und also er hat normal gezahlt und dann hatten sie aber nichts mehr da und haben ihn diese komischen Pressformschnitzel, die du halt in jedem Imbiss kriegst, den haben sie halt einfach ins Dönerdings gelegt, also nicht mal kleingeschnitten gelegt und da sie halt keinen Salat mehr hatten, hatten sie ihn komplett den Rest aufgefüllt nur mit Zwiebeln und Kräutersoße. Und da meinte er, der schmeckt voll scheiße. Ich so, ja, der ist aber auch scheiße. Das ist jetzt nicht das, darfst du jetzt nicht sagen, boah, ist das ein Berliner Döner? Das hat nichts damit zu tun. Ja. Das ist echt hart. Ja. Gut ist aber auch, wenn man wenn man mal so eine Sachen hat, dass man halt irgendwie lange isst, also zum Beispiel sowas wie, wie heißen die, so Raclette-Scheiße oder sowas. Ja. Wenn man mal bei jemandem eingeladen ist, dann gibt es halt so einen Raclette-Abend, wo die ganze Zeit Bier oder was getrunken wird, aber dieser Grill hört ja nicht auf. Ja. Ist jetzt nicht von wegen, ja, wir machen da 2 Stunden, dann kriegt ihr ein Bier, sondern das ist ja ewig. Und das ist, finde ich, dann immer so, da ist dann bei mir fast gar nichts. Weil ich dann hier halt parallel eigentlich, also ich trinke dann halt kein Wasser, aber ich glaube, ich habe dann so viel fettigen Käse im Bauch, dass dann eher das dann irgendwann Übelkeit hervorruft oder so. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern wie man es wegkriegt. Ja. Ja, ansonsten das klassische Konterbier, weiß man ja inzwischen. Ja, aber das ist ja halt auch nur, dass dann halt wieder der Körper von den Fuselalkoholen ablässt und dann halt die hochqualitativen Alkohole dann bekämpft.
Und das ist ja nur ein Hinausschieben. Gut zum Aufschieben, ja. Ja, genau. Weil oder wenn man halt dann sagt, von wegen, muss. Meine Karriere als Alkoholiker beginnt heute. So. Ja. Ich schiebe so lange auf, bis der Sensenmann mich holt. Ja. Ja, ich meine, das gab es ja damals auch dann irgendwie, die ersten Zelterfahrungen, wenn dann palettenweise Bier getrunken wurde. Ich weiß gar nicht, was er hat. Der hat gestern noch ein Bier getrunken und danach ging es wieder super. Die erzählen nur Quatsch, die muss die ganze Zeit Bier trinken, ganz weit. Und wie viel wir dann morgens irgendwie mit zitternden Händen wirklich Bier getrunken haben und dann gesagt, es geht. Ja, aufwachen neben der angefangenen Bierflasche und dann der erste Griff. Ja. Oder ein schönes, schönes Glas Beerials. Oder ich bin ja, wir haben ja schon öfter mal den Herrentag auch begangen, wo wir am Abend davor gesoffen haben. Ah, oh, das hatte ich irgendwann, was war das, als ich da war und du kamst zu spät? Ja, oder alle kamen zu spät? Der Doc war da, hat noch bei mir gepennt, ich habe eine Stunde verschlafen. Oh, du sahst aus, als ob die Perücke falsch rum aufhättest. Oh Mann, ey, das war echt hart. Ich habe noch so einen Liter Eistee reingedrückt auf dem Weg. Eistee, stimmt. Und so Mikrowellenburger gefrühstückt. Ach, stimmt, du hast ja auch mal den ekligsten Zeug da und gegessen. Und kam dann an, das erste Bier hat auch echt wehgetan. Aber danach, dann hat das Konterbier seine Wirkung entfaltet. Dann war es super. Oh, was für eine Anstrengung für den Körper, ey. Ja, das ist echt hart. Was wollte ich gerade sagen? Also die ganze Biergeräte so Sachen. Ja, sonst habe ich auch nichts. Also die ganzen Klassiker, so ja hier so Virgin Mary am nächsten Tag. Ja, viel zu aufwendig. Ja. So eine kalte Tomatensuppe zuzubereiten. Also ich bin zum Beispiel immer froh, wenn ich irgendwie Essen habe, also richtig zubereitetes Essen, was ich dann halt abends noch reinpfeifen kann. Also immer gut, finde ich, ist, kommst nach Hause und hast irgendwie noch einen Topf Chili irgendwie stehen. Und den kannst du dann halt auch kalt, also dir so rein. Ja, einfach was, was man weglöffeln kann, ja. So eine Nudelpfanne. Ja. Was total dumm ist, finde ich, wenn du morgens aufwachst und bist so zerschossen und du weißt, du musst dir jetzt was ins System reinbringen, Wasser, was essen etc. Und du hast aber so eine Kopfschmerzen, so eine Erschöpftheit und auch so eine Übelkeit, wo du Schiss hast, wenn du dich bewegst, wird es schlimmer, dass du dich kaum bewegen willst. Und dann vielleicht, weiß nicht, die ersten 2 Stunden wach nur im Bett rumkummerst. Ja. So, das finde ich halt total schwierig, weil du musst dich dann so zwingen gegen diesen Schmerz oder gegen diese Furcht, weil wenn du dann kotzt, dann verändert es ja nichts. Also du kotzt ja und danach ist ja noch Übelkeit. Ja. So. Also ich habe halt lang nicht mehr gekotzt, aber wenn, war es halt immer zu spät. Also wenn, war es alles im Blut und dann hast du halt gekotzt und das, ja super, jetzt habe ich gekotzt, weil der Reiz da war, aber es halt, aber ich kann das auch nicht. Ich kannte halt zum Glück früher auch keinen. Ich habe aber immer nur diese gruseligen Geschichten gehört von Leuten, die dann halt sagen, oh, bewaffen und dann schnell raus, kotzen und dann rein. Ach, wie geht's so? Nee, warte, was erzähle ich denn? Der Klaus hat ja... Irgendwer, irgendwie, hat so eine vage Erinnerung von vor 3 Monaten mit einem gewissen, wieder der andere Klaus. Letzte Feuerzeugenbowle, als der Klaus dann irgendwann weiß ich, angesetzt hat und dann hat er irgendwie die Hand vorm Mund oder sowas und dann ist er weggerannt und hat dann gekotzt und ich glaube, Ranjit oder sowas meinte dann, oh mein Gott, wir müssen doch hinterher. Ich meine, er kotzt ja. Was soll er machen? Ihm die Haare halten oder was? Und dann, ja. Und dann habe ich dir ein Wasser hingestellt und dann hast du das weggeschlabbert und danach hast du dann böse weitergemacht. Und ich dachte, igitt. Also aber das muss, ne? Aber gut, war halt die eine Tasse schlecht, ne? Ja, nee, ich einfach zu wenig gegessen und ich hatte davor noch Sport gemacht, das hätte ich mir wahrscheinlich auch einfach klemmen sollen. Aber gut, das war vielleicht dumm vorher, ja. Aber richtig dumm ist ja zu kotzen und dann sagen, ja, dann kann ich jetzt auch weiter saufen. Ja, naja, das ist ja noch eine Stufe weiter. Das hat der Eventcharakter. Ich will ja nicht dem Ereignis im Weg stehen. Naja, ich meine, du hattest ja dann schon Alkohol im Blut. Ja. Also hättest du dann auch nur Wasser gemacht, sowas, wärst du jetzt ja nicht, ja. Wisst ihr, wie dein Brownie dir dann sagt, nächsten Tag zittern und kotzen. Das, ja. Aber, naja, da bin ich echt, da habe ich echt Schwein gehabt, aber ich hatte ja schon sowas geahnt, beziehungsweise bei solchen Momenten ist es dann echt immer, dass ich denke, also vornehmen, weniger zu trinken, ist blöd. Dann lieber sagen, okay, ich bin auf jeden Fall erstmal gut gefuttert und das halt nicht 10 Minuten vorher und dann eine schöne Stulle geschmiert für den Abend, wenn man nach Hause kommt. Ja, kannst du aber... Mit Frikadelle und Mayo. Ja, aber dann Bergstullen.
So einen schönen Stullen Salat. Oh, ja. Oh, sehr gut, wenn man halt auch irgendwie, weiß nicht warum, irgendwelche Partysalate hat. Ja, so ein Kartoffelsalat, genau, da muss ich auch Kartoffel oder Nudelsalat mit Ei. Ja. Das ist halt auch mal, wie oft wir in der Lampe, wenn wir gesoffen haben, es ging richtig los und irgendwer da seinen Geburtstag, Junge seinen Abschied, Hochzeit, irgendwas gefeiert hat und gab Buffet und wir sind nach hinten und haben dann halt einfach diese ganzen Salate weggedrückt. So, und das hat ja, also wie oft mir das den Arsch gerettet hat, weil wir ja gerne dann, also wir haben ja gerne damals im Studium in der Lampe halt gesoffen, während wir da gearbeitet haben. Und dann musstest du vielleicht noch eine Abrechnung irgendwann machen und nicht von wegen, ich muss gerade nach Hause. Und da war es dann schon hilfreich, wenn du irgendwie ein bisschen klarkommen kannst. Das ist halt wie Pilot, ne? Das fällt halt leichter betrunken. Ja, wie ist der klassische Pilotenwitz dazu? Ja. Wenn der Pilot zum Co-Pilot sagt, möchtest du ein Bier? Und der sagt, nee, danke, ich muss nachher noch fahren oder so. Ja, ja. Ich glaube, ich kenne es mit Gin Tonic. Ja, gut. Das klassische ist, Pilotengetränke. Ja. Hast du damals auch Momente gehabt in der Lampe, als du Abrechnung gemacht hast und dreimal gerechnet und dreimal verschiedene Ergebnisse? Ja, ich habe anfangs hatte ich ja noch irgendwie alles immer im Kopf zusammengerechnet und dann irgendwann auch so in immer kleinteiligeren Schritten mir aufgeschrieben und immer mehr die Scheine in so kleinen Stapeln hingelegt, dass man das noch besser zusammenrechnen konnte. Ja. Und ich weiß einmal, dass ich irgendwie, weiß nicht, drei, viermal gerechnet habe, hat immer was anderes raus. Und ich war halt auch, das war dann schon 10 oder sowas. Und Mittelwert genommen. Nee, und da kam zum Glück Daniel rein und meinte, Gott, Aaron, du bist immer noch hier. Geh mal nach Hause, geh nach Hause. Also damaliger Chef. Ja. Und hat uns einfach dann gehen lassen. Und ich habe die ganzen Scheine alles da gelassen. Der hat dann das zum Glück gemacht. Also, weil dann, ja, war es gruselig. Bist du so ein Brühe-Typ? Nee. Weil das sind ja eigentlich, das ist ja so ein Mineralien-Zauber-Element. So, nee, Stoff. Also da tatsächlich über die Vitamintabletten. Ja, aber das war halt damals immer so, dass mir damals Mutter gesagt, trink doch mal eine Brühe. Und ich dachte, Und dann, also eigentlich ja eine ganz kluge Sache. Ja. So, und eigentlich auch total einfach, wenn es schon da ist. Wenn es schon da ist. Wenn es schon da ist. Hängst du da und trinkst es dann halt wie so einen Tee weg. Und hast dann erstmal alles so drin. Hm. Aber... Oh, ich habe dann auch mal so ein Gier nach Zucker und so was. Ich könnte mir dann Donuts reindrücken und dann, weißt du, damals. Das habe ich gar nicht so, aber. Beim Einkaufen, als ich mir immer die von Koppenrab, wie sie die kleine Mascarpone-Torte zum so Snacken Frühstückstorte. Genau. Wie oft habe ich die im Suff gedacht von ihm? Ja, dann nimmst du halt einfach mal ein großes Stück, kannst ja quasi vierteln, das Ding. Ist ja auch ein bisschen fruchtig, ne? Genau. Für die Vitamine, wenn oben so eine glasierte Kirschschicht ist. Oder und sowas. Dann habe ich echt einen Katermoment halt eine ganze, also es ist ja keine große, aber welche, was für ein Durchmesser hatte die? 20 Zentimeter? Ich hätte so 500 Gramm, das wäre das schon gewesen sein, oder? Und die habe ich dann halt zu anderen Dingen beim Frühstück dann so weggesnackt. Jetzt hat er sich fast den Tee aufs Höschen gekippt. Tee. Ja, Tee soll ja auch was bringen. Ja, da bin ich aber gar nicht so ein Fan von, am nächsten Tag auch noch was Warmes in mich reinzugießen. Damals wurde ja immer gerne, wenn einem übel war, ohne Ende Kamillentee reingedrückt. Mhm. Und dann später, was war das, Anfang 2000 sowas, kam dann groß durch, dass Kamille reizt und dass man eigentlich echt? Pfefferminz nutzen sollte, weil Pfefferminz beruhigt. Aber Kamille desinfiziert. Ja, aber das war ja nicht der Grundgedanke von der Mutter, sondern von wegen hier ruhig sowas. Und dann hast du hier jedes Mal eigentlich das Falsche reingedrückt, was ja auch ein bisschen blöd ist. Das sollte man mal machen, wenn man mal so eine Nasendusche zu Hause hat und erkältet ist. Das hatte ich mir dann gemacht, bevor ich das wusste und dachte, Kamille beruhigt so. Und habe dann lauwarm Kamilletee in die Nasendusche gepackt und dachte, meine Nasenscheidewand kommt raus. Alter, das hat mir echt, da habe ich gemerkt, dass das reizt. Ja. Das hat mich richtig zerrissen. Also ich hatte so rote Augen, hatte ich dann nie. Ich glaube, meine Augenfarbe war dann rot-blutrot. Jetzt haben wir ja neulich auch mal gesprochen, wie wir schön wie die Idioten das erste Mal, als wir es selber angerührt haben, zu viel Salz genommen haben. Ja. Oh, und dann halt nicht wegkippen, sondern so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann immer Salz ist ja teuer. Genau. Ne? Den will man ja nicht verschwenden. Ja, ich meine, dieses Nicht-Verschwenden, dieser Gedanke, der ist ja auch ganz groß bei uns. Mhm. Und dann halt immer wieder nachgießen mit Wasser und echt das Gefühl haben, dass vorne die Stirnlappen mit rauskommen irgendwie. Naja,
Sonst irgendwas, so English Breakfast ist ja ganz gut. Oh, das ist echt lecker. Das tatsächlich so gebackene Bohnen, das ist, also ja. ich verzichte dann gerne auf das Ei und die Würstchen, also gebackene Bohnen sind echt schon ganz geil, ja. So zum Wegschlürfen beim Kater. Doch, die Würstchen jetzt auch nicht so, aber das Ei finde ich schon sehr geil dazu. Was ich mal eklig fand, also wenn ich dann ich habe das ja dann erst, da hieß ja Scottish Breakfast, aber da war dann eigentlich nur so ein bisschen Haggis dazu, aber sonst eigentlich sehr ähnlich. Was ich mal eklig fand, weil ich es einfach nicht mag, eine große aufgeschnittene Tomate und die dann halt einfach nur nach allen Seiten kurz angebraten. Mhm. Ich denke, oh, was soll das? Es ist ja nachweislich nur Wasser und die musst du schön mit Hackfleisch füllen. Ja gut, dann wären wir eher, glaube ich, bei einer Paprika. Das wäre ja ganz gut. Gefüllte Paprika mit Hack. Das kann man schon mal machen. Und dann auch kalt, schön in Scheiben schneiden, schön aufs Brot legen. Oder du klebst sie wieder zusammen, damit sie wieder aussieht wie eine ganz normale Paprika, um den einen oder anderen Vegetarier in deinem Umfeld rein zu überraschen. Weil er die ja auch mal wie ein Apfel isst. Dann springst du raus und sagst, ha, du bist punked. Nice. Hast du dann auch gemerkt, dass du, wenn du irgendwelche Soßen, Mayo, Ketchup, Senf oder irgendwas nutzt, dass du es eigentlich immer viel zu viel nutzt? Also, dass man nicht so was sonst. Ich bin ja gar nicht so ein Mayo-Fan. Ich ja auch nur, wenn es halt, also wenn halt dann wenn's diese Not da ist. Ja, genau. Ja. Der Remoulade ist eher dann bei mir. Ja, das Häschnibrö, das muss in Remo schwimmen. Oh, das Häschnibrö. Das hast du auch damals wahrscheinlich beim Bund gefuttert oder so, ne? Ja, ne, gut, ich hatte mal die NATO-Pause nicht, in der das konsumiert wurde. Die auch NATO-Pause? NATO-Pause. Ja, morgens das ist halt so eine Pause zwischen der Mittagspause und dem Antreten morgens. Warum heißt die NATO-Pause? Es hat NATO verordnet. Mhm. Naja, und dann ist also das ist auch der reinste Schindluder, der da getrieben wird, weil du halt ja dann ungefähr die Hälfte deines Tagessoldes in so ein Hähnchenschnitzelbrötchen versenkst. War es so teuer? Nee, ich meine, das hat so Kampfspreise. Was kostet so 3,50 oder so? Was verdienst du am Tag? 7,50. Ich habe es damals in der Ausbildung gefuttert. Da hatte ich ein bisschen mehr. Da sind wir immer zum Wiener Wald. Ich glaube, Wiener Wald gibt es auf der ganzen Welt, oder? Wahrscheinlich. Gibt es die überhaupt noch? Oder wurden die... Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Franchise-Ding ist oder ob das befreit. Also ich glaube, es war halt ein Franchise-Ding, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt. Weil ich irgendwann mal ja vermutet habe, dass jemand halt diesen Namen freigegeben hat. Weil ich habe schon so viele komplett unterschiedliche Franchises gedacht. Und ich Franchise dachte ich von wegen wäre das schon immer dasselbe Äußere, immer dieselbe Karte und sowas. Also wie McDonald's oder so. Nee, ja, ich glaube, das unterscheidet sich schon ein bisschen. Also weil ich habe echt so hart, aber ich habe halt den Namen gesehen und du kriegst da halt irgendwie unter anderem auch mal ein Hähnchen. Aber sonst habe ich schon gedacht Broiler. Aber ich, naja. Und das war dann halt irgendwie Wiener Wald von irgendeinem Hotel und da war es dann halt schon ganz Wasser. Das Gute war dann halt, dass dieses dicke, große Brötchen, das war halt eine selbstgebackene Kreation des Hauses. Und das war dann halt nicht einfach nur so ein Weißmehlzeug, sondern das war dann halt mit Körnern und so. Es war dann schon gehaltvoll. Und dann haben die da halt dann frisch die Schnitzel abgebraten und dann mit so einer hauseigenen Remu dann da reingepackt. Und es war, glaube ich, auch echt arschteuer so, aber da bin ich kaputt gegangen. Was ich ja ein bisschen bereue, dass ich das nie zum Kater essen konnte, ist Schillerlocke. Stimmt, das soll ja auch total was bringen. Ja, aber das kriegt man ja nicht mehr, weil der dumme Dornhai gefährdet ist. Ist es so? Ja. Aber hast du ihn damals gegessen? Ich würde jeden einzelnen Dornhai essen. So geil fand ich das. Aber alles ist doch zum Aussterben verurteilt. Dann ist es wenn es die Zeit ist, ist es halt die Zeit. Ja, eben. Kann ich auch ein bisschen davon profitieren, dass es die dummen Viecher noch 20 Jahre gibt. Ich meine, wir essen ja auch nicht Panda auf Toast, aber wenn es soweit ist, dann... Das ist schon ganz schön lecker, glaube ich, so ein Panda. Schönes so... Hast die Zahnseide gleich mit drin. Ein bisschen fettig. Ja. Oder Koala-Bären, die immer Minze essen. Hast du noch so diesen frischen Charakter? Ist ein bisschen, als ob du dir ein After Eight auf Steak legst. Oh, After Eight auf Steak. Als Steak. Wie gut wäre das denn? Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, stimmt, die nordischen Dinger, also zum Beispiel Lapskauz, ist ja auch nur eine Matsche von Kartoffeln, rote Beete und irgendwie so ein, ich weiß nicht, welcher Fisch das ist. Und das ist ja so eine Matsche eigentlich nur. Und das soll halt auch super sein, das sieht halt auch, wenn es auch gut gemacht ist, da sieht Haggis schöner aus. Das sieht echt aus wie schon mal gegessen. Und das ist halt echt, oh.
Obwohl ich halt so Sachen und so rote Beete finde ich auch super geil. Also wenn ich vorstelle, so rote Beete, was auch mal sehr gut ist, wenn es gut gemachter, selbstgemachter ist, Kartoffelbrei ist. Das finde ich halt so ein bisschen Muskat dran. Wenn du da halt, also das im Suff, dann ist halt natürlich, das ist natürlich eine Zauberei. Ich finde ja da im Suff halt auch richtig geil, so Ofenkroketten. Okay. Ich spreche schön von Kochkunst und er sagt dann hier die Frikos das muss ein bisschen, Rewe. Ein bisschen knuspern. Ja. Schön in so altes Fett reingepackt. Oh, frittieren. Es gibt doch irgendwo, ist das in Schottland sowas, wo dieser Imbiss ist. Wo der halt Snickers frittiert? Genau. Igitt. Da war ich drin. Das ist halt echt erschreckend gut. Du isst das. Einmal das, Herzleiden für zwei, bitte. Man sollte es wahrscheinlich jeden Tag dahin, aber das ist. Weil es natürlich halt einfach diese Geschmacksnerven, so du komplett Fett und Zucker und das zerschießt im Kopf. Das ist echt, echt schlimm gut. Das Schlimme ist dann, wenn Eltern mit den Kindern da sind, so Kinder, die nicht verstehen, was da so passiert und in kürzester Zeit einfach abhängig da an der Fritteuse hängen und dann. Aber das beste Katermittel ist natürlich für Nüsse hören. Nee, jetzt mal ehrlich. Also, wenn. So, ich wollte gerade in die Abmod gehen, aber komm, sag mal was. Nein, ich meine, also, das ist ein gutes Mittel, wenn du halt dann so komatös. Wenn du komatös im Bett liegst und vielleicht trinken kannst, dann ist es schon aber super. Aber nicht schauen. Also ich meine, du schließt ja immer wieder weg. Und wie oft wurde mir gesagt, dass Leute es zum Einschlafen hören oder dabei einschlafen, zum Einschlafen. Und dann ist es halt, glaube ich, total gut, wenn du irgendwie da liegst und dann halt irgendwas schlürfst und dann immer weg. Und pff, ob du jetzt oder vor 10 Minuten eingeschaltet hast, das ist ja kein Unterschied. Naja, wir drehen ja manchmal auch im Kreis. Ja, und so. Ja, ne? Also diese Frage haben wir, glaube ich, als erste Frage fast erschöpfend beantwortet. Also wir sind zumindest erschöpft, ja. Ja. Dann ihr könnt uns auch Fragen stellen. Die schickt ihr an @fürnüsseport auf Twitter oder an fürnüsse@gmail.com. Ihr erreicht unsere Website fürnüsseport.com über den Browser oder ihr schreibt eine Frage als Kommentar unter Videos bei Fürnüsse mit Dirk und Klaus bei YouTube. Oder ihr guckt euch Fürnüsse mit oder hört euch Fürnüsse mit Dirk und Klaus bei Podcast Addict auf Android an oder einfach über die iTunes Podcast App auf Apple-Geräten. Und da könnt ihr uns auch Kommentare schreiben als Review oder ihr bewertet uns mit 5 Sternen oder 4 Sternen oder Sterne euch auch immer so gerade aus den Haaren fallen. Daumen hoch, Glocke klingeln, Brief schreiben. Man kann uns keine Briefe schreiben. Oder vielleicht doch für den Weihnachtsmann. Kann man auch Postfach schreiben. Können wir einrichten. Ja. Das ist ganz schön. Sonst noch irgendwas? Haben wir was vergessen? Don't drink and drive. Außer du bist schwanger. Ja. Das wäre die Einsatz gewesen, Houdini. Was?